Vorgestellt, AirPods CEO, Vorschau Nummer 11. Ja, wir sind wieder unterwegs hier in dem Flugzeugspiel und ja, hier wird gebaut, wie wir sehen, aber es dauert alles so ziemlich lange, ne? Wie viel Geld haben wir? 58. Vielleicht sollten wir ein paar Leute einstellen, dann geht das vielleicht ein bisschen schneller. Mal gucken, was wir da machen. Da nicht, da war's. Und dann Personal und Bewerber. Nee, das war falsch hier. Wir sind Betrieb, ne, da war das, oder? Nee, doch, und dann da, Bau. Und dann, wie viele Bauarbeiter haben wir denn? Bauarbeiter vor 20, verfügbar sind noch so und so viele. Ich mach nochmal 10 mehr. Rufen wir die an, dann haben wir schon 30 gleich. Ah, toll. Gut. Kommen die auch, oder? Müssen da jetzt nicht 30 stehen? Dann muss ja erst der Bus kommen, ne? Da kommt der Bus. Ist das der Bus? Ich glaube schon, ne? Und wenn der da ist, dann sind das 30, oder? Ja, das sind so viele Kisten, ne? Das ist... So, jetzt steigen die aus und dann werden es mehr, oder? Jetzt schneit es auch. 21... 23. Gut, das ist dann soweit geklärt. 10 Leute machen mehr. Mittelgroße Parkposition, ne? Hier müssen wir dann noch überlegen, was wegzureißen. Dass die da durch können, ne? Also hier geht's jetzt gerade nicht so richtig voran, oder? Okay, da oben sind auch noch welche. Die sind hier schon am Bauen, oder? Jetzt habe ich auch noch einen Frosch im Hals. Ja, nützt nichts. Hier können wir noch schneller machen, ne? Macht vielleicht Sinn. Hier sind schon ganz viele Leute, die dann da einchecken und so. Ah, guck mal, ich wusste, dass das passiert, dass die Wand als erstes aufgerissen wird. Anstatt dass hier fertig wird, nein, dann passiert sowas. Ja, hier ist ja schon die Wand gebaut worden, das ist ja schon mal was, oder? Jetzt wird die Fläche gemacht, okay. Dafür wird's Rollfeld dann nicht fertig, ne? Obwohl, das sind sie auch am Machen. Vielleicht sind nur die 10 das hier, ne? Mittelgroße Parkposition. Die muss ja auch noch fertig werden dann. Ja, da kommen jetzt gerade ganz viele Gäste wieder. 82.000 ist hier plus. Müsste ja gleich grün werden, ist es auch. Und dann schauen wir weiter. 4.700 steht er jetzt. Okay, jetzt sind hier ganz viele, die da auch was machen. Das sieht ja schon mal gut aus. Ach, guck mal, da geht auch immer einer hin und macht was. Ja. Das Gebäude, Fundament ist bald hier fertig dann. Der Flieger hat auch Sprit gekriegt, da kriegt man mehr. Nee, fährt woanders hin. Nein, 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 nein. Weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, wenn wir ja Nein oder Ja drücken. Naja, verzögert sich dann alles dadurch nämlich. Gut. Das ist das Push-Up, Pushback. Glaube ich jedenfalls, oder? Ja, Schlepper. Und der bringt den weg, genau. Und dann fliegt er weg, alles klar. Also hier sind ja auch schon ein paar Felder gemacht, ne?
kommt der nächste Flieger rein. Und wieder Geld rein. Da haben wir schon 124.000. Hier geht es ein bisschen voran auch. Aber hier auch. Aber jetzt ist da unten, glaube ich, mehr angesagt. Mittelgroße Parkposition. Security-Bereich können wir, glaube ich, noch auswählen. Ne? Das muss ja auch noch passieren hier. Dann haben wir das auch schon mal. Ah, guck, da ist er schon fertig. Sicherheitskontrolle ist auch mit verbunden. Und dann brauchen wir noch... Parkposition? Ne, das ist das alles nicht. Warte, ach, der ist noch... Doch, der ist fertig. Parkposition verbinden, passt. So, jetzt haben wir das, Startlandebahn, keine Rollwege definiert, das können wir aber ganz schnell hinkriegen. So, dann ist das erledigt und dann kann er schon fliegen, ne? Okay, das bedeutet, das ist alles gut. Dann sind die Leute hier gefragt. Nee, das ist falsch, da wollte ich nicht, ich wollte hier hin. Die Leute sind gefragt, dann das Rollfeld zu belegen und das passt schon, ne? Krass. Dann hast du auch schon welche. Ja, der macht seinen Job. Jingelt gerade ganz viel mit Geld, ja. Ich weiß nicht, ob das gut ist, verzögern oder nicht, ne? Weil dann fällt das andere alles nach hinten ab, ne? Wäre jetzt schön, wenn hier noch was passiert. Ah, jetzt können die dann natürlich da nicht durch oder so wahrscheinlich, ne? Jetzt bauen die hier natürlich alles fertig wahrscheinlich, ne? Und diesmal dann 25 Leute oder so. Der Flieger kommt schon, oder wie sehe ich das? Tatsächlich. Und die Leute können doch tatsächlich dann irgendwie hingehen. Na, dann geht's ja noch, ne? Glücklich sind die da vielleicht nicht mit, aber pff, das ist alles hier immer noch grün, ne? Naja, dann. Schauen wir mal, ne? Das ist zwei Triebstoffe, das ist eine Propellermaschine, okay. Ne, wir warten nicht. Ja, da wäre jetzt cool, wenn die da mal, ne, fertig werden würden. Aber die müssen jetzt hier unbedingt machen, ne, sieht man ja. Alle 30 Leute jetzt hier am Arbeiten dran, ne. Hier macht keiner mehr was, oder? Doch, ach doch, hier werden Mauer gebaut. Okay. Die sind durch den Schalter, das heißt, die steigen jetzt gleich ein, oder was? Okay. Kommen die denn in das Flugzeug? Hm, sind da halt reingekommen, ne? Pushback-Fahrzeug ist jetzt für beide Flieger da, okay. Hier ist nix, da oben... Ja, sind die letzten Züge überall. Okay. Ich glaube, davor ist nichts mehr, ne? Dann ist das ja jetzt auch fertig hier, oder? Der läuft noch dahin, da kommt auch noch einer. Hier fehlt noch einer. Der kommt auch. Und dann sind noch diese. Kommen die hier lang? Ja. 3. Zwei, fünf, vier. Ach, nee, das sind mehr hier unten. Der ist auch fertig.
5, 4, 3, 2, 1, go. Und jetzt müssten sie alle hier sein. Da kommt einer. Jetzt werden erstmal hier Mauern gebaut. Wäre schön, wenn ein paar Fundamente gemacht werden würden, ne? Ja, das sind die letzten Züge hier unten. Da oben. Ah, doch, ist schon einer weniger geworden. Er baut die Tür ein. Der. Passt. So, jetzt hier noch ein bisschen was. Okay. So, Flur ist gleich frei. Hier ist voll dreckig, da kann man einen aufräumen. Muss man irgendwie Leute, die haben, die das sauber machen, ne? Ja. Dreh mal um und stell das mal dahin und dahin und so, oder einer kann noch mehr, oder so, und gibt es hier auch was anderes noch? So, Tische hatten wir noch, wähle eine. Haben wir das? Ach so. Außerhalb eines Tempels verwendet werden kann. Dann machen wir das doch mal hier hin, oder? So passt es doch schon. Ist doch schön, ne? Abstand ist zwar jetzt nicht gleich, aber wir haben ein paar Bänke. Ja, komm, mach mal jetzt mal mit warten. Oh. Ich glaube, wir brauchen noch mehr Bänke. Wenn ich die jetzt drehe, ne? Wie sieht denn das dann aus? Kann ich die da noch hinstellen? Würde knapp gehen, ne? Machen wir das doch noch, oder? Boah, so viele Passagiere hier. Ist ja der Hammer, oder? Und hier stehen auch noch ganz viele. Und die sitzen da auch schon alle voll rum. Wenn ich so mache, kriege ich drei nebeneinander. Weiß aber nicht, Feuerwehr würde bestimmt sagen, geht nicht, ist kein Platz. Komm, zack, warten. Okay, jetzt sind die Bänke schon da. Kommen auch schon wieder ganz viele Leute. Hier sind noch Plätze frei. Hier stehen dicke Flieger. Wir haben auch ein dickes Konto mit 267 und... Boah, alter Schwede, guck dir erstmal hier an. Jetzt stehen die hier zum Einchecken oder was? Ach, hier sind keine Warteschlangen, da müssen wir die mal gerade machen, ne? Nee, das geht so nicht. Okay, dann ist es aber auch nicht so schlimm. Lassen wir so. Die sitzen da alle. Da kommen schon wieder die nächsten.
Ja, schon krass, oder? So, was macht denn unsere Aufgabe jetzt? Schalte Gepäckabwicklung im Beschaffungsfenster frei. Schalten wir frei. Ach so, da muss ich erst ja das hier irgendwie einkaufen, ne? 250.000, wir haben 300, also geht das. Läuft schon mal. Warten. Er schiebt den da weg. Die fliegen weg. Es sind natürlich reichlich Leute, die da kommen. Ne? Jetzt zwei große Flieger da und schon geht's rund. Ne? Wir können da rein. 30 Leute. Okay. Da ist das hier nix, ne? Hier können wir mal gerade zum Asphalt umwandeln. Tja. Rollfeld. Ach so, das geht dann so. Upgraden geht ohne Kohle. Okay. Den wollte ich nicht anklicken, ich wollte den anklicken. Das hat er mir natürlich unterbrochen, sozusagen. Komm, zack, jetzt ziehen wir das durch, hätte ich beinahe gesagt, aber jetzt die Kohle gerade alle, wa? Wahrscheinlich, wenn einer verzögert, verzögern dann alle, ne? So, wie sieht's jetzt hier aus? Leer. Ist Nacht. Und vielleicht fliegt der weg um 21.10 Uhr. Wie spät ist es? 22.43 Uhr. Na dann. Hat er Verspätung oder was? Jo, gute Frage, warum das nicht klappt, ne? Naja. Mal noch ein bisschen Geld zusammen, ja. Ne, das hat jetzt nicht gereicht, aber es... So, fertig. Aber kann er nicht. Kann er warten? Das geht nicht anders. Warten. Warten. Er tankt da schon. Okay. Geld kommt permanent rein. Das ging nicht mehr. Jetzt machen wir gerade Minus. Na komm schon dann. Geht wieder was los. Was kostet das Upgraden hier? 50.000, ne? Die müssen wir noch dann abwarten. Okay.
Okay, die und die Parkpositionen starten da. Und das sind nur die Parkpositionen. Sehr interessant. Aber wir können doch auch hier lang fahren, ne? Oder fehlt da das dann? Wahrscheinlich fehlt das hier, ne? Wenn das da ist, dann könnten die auch von da starten, oder? Aber die können nur von da. Und jetzt dieser? Nee, ändert sich nichts. Hätte ich jetzt gedacht. War aber falsch gedacht. So, was ist jetzt hier? Erweitere dein Terminal und baue eine Gepäckabfertigung. Okay. So, die muss dann hier irgendwo hin. Gepäckabfertigung. Gepäckladestation. Gepäckausgabe. Wo ist denn jetzt hier die Gepäckabfertigung? Das ist das? Nee, das ist das. Ach so, das ist da quer und das ist da längs, okay. Und wie muss das wohin? Da? Da wird's gehen, ne? Ach so, die Straße kann man dann da einbauen, okay. Und da sind die Rollbänder. Wie funktioniert denn das? Da sind diese zwei gelben Bereiche. Rundrum ist irgendwie Straße, ne? Ich habe keine Ahnung, wie es sein muss. Gepäckabladestation müssen vom Rump Agents erreichbar sein. Sorge dafür, dass ein Weg durch. Warte mal, dann machen wir das hier nochmal gerade weg. Ah. Für das ein freier Weg damit werden ist, dann kannst du. B um den Gepäck. Okay. Also da ist schon mal eine Straße, dann wird das funktionieren. Aber so wie es aussieht, ist von rechts da. Die Bänder hören da oben wohl auf. Das heißt, ich glaube, ich muss das umdrehen. Das wird wohl so sein dann. Aber ich baue es trotzdem erstmal da hin, oder? Und dann setze ich da Straßen dran ran. Aber so muss innen platziert werden. Okay, dann muss ich erst Fundament bauen. Alles klar. Das heißt, ich mache das mal, ja, 2, 4, 5 Felder runter. So. 5 Felder runter, mal gesagt, ne? Dann muss das so werden. Und dann, innen ist es ja, das ist ja kein Ding. Jetzt kommen die schon und bauen das, das ist schon mal gut. Ich glaube, unten können wir aber schon aufmachen hier irgendwie, ne? Obwohl, wir machen es, glaube ich, besser so, dass wir das Teil hier erst auswählen und das da hinsetzen. Wie war das jetzt? Ich glaube, das rotieren wir nochmal und setzen das nachher so dahin. Ach, okay. Das wäre zu weit oben wahrscheinlich, weil die haben so ein bisschen Abstand. Das bedeutet, wir machen da noch welche mehr hin. Und das hier können wir erstmal abreißen, weil das irgendwie gerade fehlgelaufen ist. So, auf ein neues. So muss es sein, oder? Ja, jetzt können wir schon bauen. So, und wenn man das so sieht, ist es nach unten ja komplett offen, aber hier sind Fenster, da sind Mauern, da sind Mauern. Gepäckverladestation. Irgendwo müssen die Autos ja auch herfahren, dann, ne? Aber lassen wir erstmal die Station kommen. Boah, sind da viele Leute. Ah, jetzt ist es da. Das muss eine Straße werden, okay. Luftseitige Straße.
Position nicht möglich. Das heißt, lass mal hier was aufmachen. Keine Ahnung, ob das gut oder schlecht ist. Ja, da hätte noch eine Mauer bleiben können, glaub. Baue ich da jetzt wieder hin. Und jetzt nochmal die Straße. Nee, das war das. Luftseitige Straße. So ist richtig, wa? Also okay, das ist zu schmal, das bedeutet, die Wand muss da weg. Alles klar. Luftseitige Straße. Ne, da war das. Ja, sieht doch schick aus, oder? Ich frage mich, wie das hier wird. Ob das alles so geklappt hat. So, jetzt sind die fünf da und bauen die Straße ein. Oh, das sieht kompliziert aus. Das gefällt mir natürlich nicht, ne? Tja, machen wir an. Ach so, aber da müssen wir hier noch so Förderbänder machen, ne? Und wo müssen die hin und wo müssen die her? Gepäckband, okay. Und das hier, Rolltreppe nach unten, Rolltreppe nach oben. Okay, das bedeutet, wir müssen nach unten erstmal. Und das würde ich jetzt mal drehen wollen. Das ist nach unten. Das bedeutet so, wenn wir jetzt ein tiefer gehen, müsste da ja das Ding da sein, oder? Es ist auch. Jetzt müssen wir nur gucken, wo die alle herkommen, die Gepäckstücke. Das muss ja hier alles sein, ja. Das bedeutet der auch nach unten, alle nach unten. Macht ja Sinn, das dann so zu machen, dass man das erstmal sieht, wo das hingeht, ne? Ah, das muss andersrum. Andersrum. So, hier drehen wir wieder um. Ist richtig, ne? Glaube ich. So. Das bedeutet, die Gepäckstücke kommen auf jeden Fall alle nach unten schon mal. Und... Ach so, da ist so ein Teil, wo das dann raus muss auch noch, ne? Mhm. Sehr schön. Müssen wir nachher noch anbauen. Werden wir hier wahrscheinlich machen. So, jetzt die anderen Förderbänder auswählen. Die das Ganze erstmal verbinden. So, eine Etage tiefer. Und dann gucken, dass wir das da hinkriegen, oder? Okay. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie das hier jetzt rückt oder nicht rückt. Irgendwas geht jetzt gerade hier nicht. Nochmal das Ganze. Dreh mal. Ich glaube, wir machen das erstmal so. Ah, das ist schlecht. Das ist gut. Ah, hier ist doch schon wieder was schief gelaufen, ey. Ah. Ich weiß nicht, was der gerade abgerissen hat. Irgendwas hat er auf jeden Fall abgerissen. Förderbänder wieder angucken. Okay.
Gut, der sieht schon mal nicht schlecht aus. Und dann macht er dir so eine Kasperei dahin, ne? Und was soll das jetzt? Nicht genug Geld, okay. Gut, dann. Ja. Ist das jetzt hier? Benachrichtigungen sind jetzt nicht wichtig. So ist richtig. Ja, ich weiß nicht, was da passiert, aber das, was da gerade passiert, ist ja wohl falsch. Oh, das ist also ein Bug oder so, würde ich jetzt fast sagen, ne? Wie die Dinger da gemacht werden. Jetzt guck dir das an, wie das da lang geht. Ja, jetzt drehen wir das Ding um. Keine Ahnung, ob das so funktioniert, aber sieht erstmal gut aus. Der läuft richtig rum. So, da kann ich erstmal den da und den abreißen. Reißt die erstmal ab. Die auch. Bringt ja sowieso nichts. Ich glaube, die waren auch falsch. So, jetzt gucken wir uns das nochmal an. Warum es läuft. So läuft es richtig, glaube. Und hier können wir auch was wegreißen, ne? So, das letzte Band, das ist schon mal alles gut. Dieses hier muss noch weg. Die untersten können bleiben im Endeffekt. So. Kannst du auch wegreißen. So, wie muss es jetzt laufen, dass das da richtig läuft? Und schon falsch. Also, die wieder weg. Der hin. Der hin. Der hin. Jetzt hat es doch tatsächlich geklappt, oder? Gut, dann haben wir das schon mal erledigt. Der Zufuhr. Ah ne, da unten sind noch zwei. Da muss ich erstmal angucken, wie es von oben ist. Die gehen nach unten, ne? Ja, das heißt, die müssen rum. Das machen wir da dann andersrum. Und das hat dann wieder super geklappt. Und da oben geht es sowieso nicht richtig hin. Das bedeutet, kannst du da unten gleich wegreißen. Bringt ja nichts. Mach mal. So dahin. Dann reiß mal
die alle weg. Den da auch. Und wo ist Gepäck? Da ist Gepäck. Da, da. Gucken, wie wir das so hinkriegen, dass das jetzt mal klappt. Das läuft. Und den da müssen wir wegreißen. Und dann wieder neu hinbauen, damit es dann läuft. So. Aber da funktioniert es noch nicht. Die müssen nochmal wieder weg hier. Oder? War das, reichte das schon? Ich glaube, das reichte schon, oder? Ja. Ne, ich glaube, der ist auch noch falsch. So, jetzt ist richtig. So, jetzt passt das. Bis da oben hin. Und der? Ist das der, der jetzt hochkommt oder runterkommt? Wie rumläuft denn das hier? Aha, das heißt, diese gehen rein. Und der geht raus. Das heißt, da muss ein Lift-Ding hin. Von unten nach oben. Und dann müssen wir da ein tiefer. 4. Zuck. Ich glaube so dann, ne? Oder? Nee. Kannst du gleich wieder wegreißen. Der war falsch. Nach oben. Und dahin. Passt. Etage höher. Gucken, ob es dann da ankommt. Jetzt wohl. Aber das müssen wir jetzt auch nicht machen. Wir müssen erstmal gucken, dass wir das noch verbinden. Und zwar im Keller. Wo sind wir? Da sind wir. Was macht er jetzt? Jetzt geht er wieder nicht mehr. Keine Ahnung warum. Wahrscheinlich, weil ich die falschen Tasten immer drücke, ne? Ich glaube, das ist so schon richtig. Wir haben kein Geld mehr. Schade. Einen noch nach da. Dann drehen wir das Ganze so rum. Und dann sollte es so passend sein, ne? So, Koffer können angenommen werden. So, und jetzt müssen wir die Ausgabe noch hinbasteln. Die Ausgabe, wie funktioniert die denn hier? Ach, das ist die Ausgabezone. Okay. Kofferausgabe bauen wir dann da unten hin. Jupp. Dann machen wir die Zone ausgewählt. Ah, die ist so klein zu wählen. Das heißt, dann lass uns da mal gucken. Ah, die bauen schon ganz kräftig. Wir müssen da ja erstmal von unten nach oben bauen. Und zwar von unten nach oben bauen. Dreimal. So ist richtig, ne? Ja. Und dann gehen wir ein tiefer und bauen das dahin. So. Und dann verbinden wir das mal. Ne, wir machen erst wieder hoch. Bauen erst oben fertig. Drehen. So ist gut, oder? Und das ist die Ausgabestalten dann. Ist das so richtig? Ich weiß nicht.
Reich zu klein. Okay. Dann bleibt das so. Reich zu klein steht da. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass das unten noch verbunden wird. Eine Etage tiefer. Rollband. Rollband ist das. Oh, da habe ich jetzt eine falsche Taste erwischt. Kriege ich das jetzt zu? Das will ich auch gar nicht. Okay. So, da geht's rein. Da geht's raus. Okay. Das bedeutet, noch schnell das Band hier bauen. Einmal drehen. Okay. Wir müssen noch da. Drehen wir gerade nochmal. Das passt. Bis da hinten müssen wir. Okay. Das passt auch. Und das passt jetzt auch. Okay. Ich hoffe, das dreht jetzt richtig rum alles. So, jetzt müssen wir nur schauen, dass wir hochkommen. Und jetzt ist zu. Ramp Agents. Stehen da schon. Da ist einer. Ah ne, das war ein Bauarbeiter, oder? Boah, ist hier dreckig. Aber der putzt schon. So, Ramp Agents müssen wir dann wahrscheinlich noch einstellen. Das machen wir mal noch schnell. Bewerber, CEO. COO. Achso, wir haben noch hier ein paar Seiten ja mehr. Der ist günstig, den nehmen wir. Aber wir müssen sowieso alle nehmen, oder? Einen nicht. Und den noch, und dann sind es, glaubt ihr, genug. So, jetzt ist die Frage. Kommen die da hin? Ich glaube nicht, ne? Muss das ein Sicherheitsbereich werden? Das ist die nächste. Ah, Flughafen deaktiviert. Das bedeutet doch, das war richtig. So, jetzt läuft's. Wir müssen da noch eine Tür hinmachen wahrscheinlich. Und dann sind wir auch schon wieder so weit. Machen wir da eine Tür hin. Dann stellt sich hier jetzt noch die Frage, ob wir das als Security-Bereich machen müssen. Okay, machen wir mal so. Und da dürfen nur Bedienstete hin. Die Tür ist da hingekommen, das ist schon mal gut. Ist die Frage, ob die Ramp Agents da auch hingehen. Okay, das funktioniert, steht da. Okay, alles klar. Oh Mann, das ist aber jetzt alle anschließen. So, die haben wir auch. Gepäckgleichstellung. Ich glaube, die sind jetzt alle angeschlossen, ne? Ja, das heißt, die nächsten hier noch. Ist auch angeschlossen. Auch angeschlossen. Und der letzte noch. Den schließen wir auch an.
So, und jetzt noch das Ding hier. Müssen wir auch noch damit verbinden. Das auch noch. Drei Zonen sind das, ne? Und dann noch grün, oder wie ist das? Raumbedingungen überprüfen. Okay, da ist irgendwas falsch dann noch. Der dreht sich ja schon mal richtig. Weißt du, was das sein kann? Das kann sein, diese Zonen machen wir nochmal weg. Ja, löschen wir die Zone hier. So, ja. Ja. Und ja. Und dann nochmal das Ganze neu. So. So. Und so. Und verbinden wir jetzt damit. Und so. Jetzt funktioniert das, oder? Geben die da jetzt von was auf, die Passagiere oder so? Okay, das ist am Flughafen deaktiviert. Dann probieren wir das nochmal mit aktivieren. Und hoffen, dass es jetzt funktioniert. Das funktioniert, das funktioniert. So, jetzt müsste man mal hier sehen, ob da Koffer auch aufgegeben werden. Und wir sind in der Zeit ja schon super weit fortgeschritten, ne? Ah, hier passiert was. War da gerade ein Päckstück rein oder nicht? Aber wir müssen ja irgendwann hier welche dann haben, oder? Hier stehen ja auch noch so ein paar Sachen, die wir vielleicht noch machen müssen, ne? Ach so, eine Parkposition müssen wir auch noch mit verbinden. Hier steht noch was. Okay. Okay, noch besser. Während ein Flug ausgeführt wird, kann man das nicht verbinden. Das ist ja krass. Okay, dann wollen wir mal schnell hier jetzt das machen. Oh. Und wie soll ich das jetzt hinkriegen? Geht auch nicht, weil gerade wieder ein Flieger kommt, ne? Der nächste ist schon unterwegs. Toll. Geht auch nicht. Der geht. Okay, das erste passt. Der geht hoffentlich auch. Der geht auch. Super. Zwei haben wir schon, die mit dem Rollfeld, ein grün. Das war ja ohne Gepäck, ne? Ja, das ist ja privat. So.
Das läuft. Jetzt müssen wir nur die anderen noch da irgendwie dran kriegen, ne? Gepäck ist schon da. Ramp Agents fehlen mir noch irgendwie. Ist das eine Sicherheitszone vielleicht auch noch? Ich glaube schon, ne? Machen wir mal beides daraus. Vielleicht gehen dann auch die Ramp Agents dahin, ne? Sieht so aus, da kommen welche. Jupp, das musste eine Sicherheitszone werden, alles klar. Gut. Oh, jetzt hier schnell. Jupp. Und hier auch nochmal schnell. Jupp. Die drei sind noch besetzt. Da geht was. Da oben noch nicht. So, kaufe zwei Gepäckfahrzeuge im Beschaffungsfenster. Beschaffungsfenster. Wirtschaft. Einkauf. Förderbandwagen. Naja, okay. Das erste ist gleich da, dann können wir das zweite noch hinterherziehen. Geld ist noch da, ja. Und das zweite bestellen. Läuft. Und jetzt schnell hier die Gepäck anhängen. So, das hat auch geklappt. Dann sind wir damit fertig. Alle Parkpositionen haben jetzt Verbindung dahin. Das ist doch cool, oder? So, die Ramp Agents sind da. Der eine geht gerade Mittagspause machen. Und wenn das zweite Fahrzeug jetzt gleich gekauft ist, dann ist dieser Punkt auch abgearbeitet, oder? Ist das schon fertig? War das nicht das, was wir brauchen? Ich glaube, wir brauchten das hier, ne? Komm, machen wir so. Haben wir denn genug Positionen hier, wo die stehen können? Aber ne, ich glaube nicht, ne, oder? Okay, 5 kommerzielle Flüge müssen wir erfolgreich abschließen. Da kommen jetzt noch mehr Koffer. Die stapeln sich da schon. Ah, da kommt der erste Wagen. Der ist allerdings leer. Kommt der nächste. Der ist auch voll. Gut. Das läuft. Aber wir machen jetzt mal ganz schnell eine Pause, weil wir sind ja jetzt fast schon eine Stunde hier unterwegs. Das ist ja kaum zu glauben, die käppeln sich hier, oder? Da kommen noch mehr von dem Zeug. Und ja. Dann können wir hier mal gerade noch upgraden. Und wenn wir schon dabei sind, die 50.000 haben wir dafür auch über. Und jetzt fehlt uns nur noch das hier. Und die kann man nicht upgraden, oder was? Ist das das hier? Wäre jetzt so zu machen, ne? Machen wir das so, oder? Ein paar Punkte hin und dann läuft's.
Wird gleich gebaut, kein Problem, oder? Kommt schon einer. Fertig. Und dann nehmen wir den großen Bagger und reißen das ab. Der darf schon wieder das machen. Da ist auch fertig, das heißt, wir reißen das auch ab. Und dann machen wir das noch mit die Punkte weg. Beide Richtungen. Wie soll ich das jetzt hier ändern? Wie kriege ich das weg? So? So geht's nur weg. Rollfeld. Geht schon wieder hin. Okay, Plan so drauf und dann geht die Reise so los. Hier sind alles Jingle Jingle Dinger hier, weil die später kommen oder was? So. Ich höre es nur noch jingeln. Passt. 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 Kein Geld. 6500, komm, zack, mal ein bisschen schneller hier zusammen jetzt hier. Oh, yeah. Alle warten. Kann man das ein bisschen besser koordinieren? Oh, jetzt Winter geworden. Können wir das jetzt mal hier... Können wir nicht. Wir machen jetzt eine Pause. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Und ja, dann schauen wir nochmal kurz rein. Ich denke, wird die letzte Runde dann sein. Müssen wir mal gucken, weil irgendwie tutorialmäßig sind wir ja auch schon ziemlich weit. Ich weiß nicht, was da noch kommen könnte. Müssen wir mal schauen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Macht euch ein Abo, wenn ihr noch keins habt. Schaltet euch die Glocke an, dann kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und was haben wir denn noch so? Abo hatte ich schon, Glocke hatte ich schon. Macht einen Daumen hoch, wenn euch die Folge gefallen hat. Und irgendwas fehlte noch, aber ist egal. Ach so, Kommentare könnt ihr auch schreiben auf jeden Fall, wenn es euch gefällt. Dann schreibt da was rein, dass ich mich da noch ein bisschen mit euch in Verbindung setzen kann. Wenn hier was nicht richtig ist oder doch richtig ist. Alles klar, dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.